70 Jahre Stadt Frechen. Wir als Volkshochschule und als Stadtarchiv freuen uns, mit Ihnen zusammen dieses Jubiläum zu feiern. Wir werden am 24. Oktober gemeinsam im Stadtsaal mit einem Film von Peter Kleinen dieses Ereignis nochmal Revue passieren lassen. Und weil wir natürlich auch daran interessiert sind, welche Lieblingsmomente Sie so aus den letzten 70 Jahren gesammelt haben, haben wir auch eine kleine Mitmachaktion mit Postkarten vorbereitet, wo Sie dann Ihre liebsten und besten und schönsten Momente teilen können. Mein Name ist Peter Kleinen und ich möchte Ihnen gern meinen Film vorstellen, 70 Jahre Frechner Zeitgeschichte. In diesem Film geht es darum, wie die Stadt in den 50er Jahren ausgesehen hat, bis zur Stadtwerdung, als die Ernennungsurkunde übergeben wurde. Des Weiteren ist zu sehen die städtebauliche Entwicklung dieser Stadt. Und was die Industrie anbetrifft, da wird gezeigt, aus der Industriegemeinde Frechen wurde in den 70-80er Jahren eine Stadt mit hervorragenden Dienst- und Handelsleistungen. Die Industrie wird im Film dargestellt, in ihrem Produktionsprozess zum Thema Braunkohle, zum Thema Steinzeug, sowie auch als Quarzsandgewinnung. Die weiteren Entwicklungen dieser Stadt, die städtebaulichen Veränderungen, werden dargestellt bis in die 2000er Jahre. Es gibt eine Gegenüberstellung aus 2001 und einer Drohnenflugaufzeichnung über diese Stadt aus 2019. Als die einzelnen Ortsteile, die einzelnen Stadtteile werden auch gezeigt mit ihren Veranstaltungen. Auch da gab es natürlich Karnevalsveranstaltungen und so weiter, auch kirchliche Veranstaltungen. All das ist im Film zu sehen und der Film endet mit einem Drohnenflug über Frechen und zeigt nochmal komplett die städtebauliche Veränderung. Dort, wo einst Industrie war, sind heute Einkaufszentren. Und ich wünsche Ihnen einen guten Einblick in diesen Film. Begleiten Sie mich auf einer virtuellen Reise.